meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Pascalations-Kanal. Ihr wisst Bescheid, wir geben uns Live-Bars von Nedelnip, Beat von Cypher, Sensei, der Sensei ist hier einfach am Start, Alter, krass. Was gibt's zu sagen, lass uns direkt reingehen. Ich kenne ihn ja noch nicht sehr lange, ich habe mich auch noch nicht so mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt. Ich habe schon ein bisschen von seinem Interview halt gesehen. Die Hälfte so, noch nicht ganz, bei TV Straßensound und ja, und dann seinem letzten Track, Wenn das Rap ist, den habe ich halt übertrieben krass gefühlt, sag ich jetzt mal so, klingt voll scheiße, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und wir gehen jetzt mal in das nächste Ding hier rein. Das Album wird safe zerstören wie ein Tresorknacker. Ja, ist nice, Alter. Also ist auf jeden Fall ein Vergleich, den ich jetzt so bewusst noch nicht gehört habe im Rap-Game. Du willst mich stoppen, ist als sprichst du bei 100 km/h vor und Laster. Album wird safe zerstören wie Tresorknacker. Bin in Form, guck wie ich mein Team Richtung Erfolg steuer. Kein Triple K, doch eröffne das Kreuzfeuer. Kein Triple K, aber eröffne das Kreuzfeuer. Auch sehr nice. Zerstören wie Tresorknacker, bin in Form, guck wie ich mein Team Richtung Erfolg steuer. Kein Triple K, doch eröffne das Kreuzfeuer. Betritt den Raum, begleitet von Orchesterchören. Wer lieber taub, bevor ich mir deutschen Rap anhöre? Ihr könnt. Wer lieber taub, bevor ich mir deutschen Rap anhöre, Digga, nice, Alter. Digga, ohne Scheiß, ich kenne ihn ja noch nicht so lange, habe ich ja gerade schon gesagt, Digga, aber es macht Spaß, ihn zuzuhören und. Digga, wenn du sich das weiter so durchs ganze Album zieht, durch die Promophase, das Album kommt ja, glaube ich, erst im Februar raus. Da haben wir noch eine krasse Zeit vor uns und ja, Digga, nice. Doch tausendmal auf Mutter oder Schwester schwören, doch im Kampf um Stolz und Ehre seid ihr alles Deserteure. Yeah, ich definiere mich nicht durch 19 Zoll. Blick auf euch herab, voll mein Scheu, weil früher nicht. Ich definiere mich nicht durch 19 Zoll, auch eine überkrasse Line in der heutigen Rap-Zeit. Feier ich komplett und. Digga, unfassbar, wirklich, krass. Seid ihr alles Deserteure, yeah, ich definiere mich nicht durch 19 Zoll. Blick auf euch herab, voll mein Scheu, weil früher nichts ging, schätze ich es, dass heute läuft. Und nehmt die ganze Szene hoch, so wie euer Boy. Werte über Fame und Cash, bring den Gegentrend. Steck dir deine Scheine in den Arsch, wie beim Table Dance. Bis mich jeder kennt, immer 110%. Steck dir deine Scheine in den Arsch, wie bei Table Dance, Alter. Mörderlines hier in der ersten Minute, sagt er hier schon, er ist komplett gegen die Szene, so wie die jetzt so komplett ist, so auf Materialismus, so komplett gegen den Wind und das feiere ich komplett. Und ja, hier werden im Moment wieder viele Bars gedroppt, feiere ich komplett, Alter. Es gibt so einige Rapper, die Rap immer wieder zurückholen wollen und Digga, die haben meinen größten Respekt, weil es ja viel einfacher ist, so mit so Modus Mio Musik, Drecksmusik, Erfolg zu haben, wie viele große Rapper hier auch eindrucksvoll unter Beweis stellen. Und dass er nicht dem Trend nachjagt, weil ist ja, glaube ich, auch sein Debütalbum. Deswegen schon meinen größten Respekt. Im Gegentrend, steck dir deine Scheine in den Arsch wie beim Table Dance. Bis mich jeder kennt, immer 110%. Bin durch die Hölle gegangen, war ein gutes Trainingscamp. Niedernipp, ich bin Deutschland letzter Hoffnung. Ich bin durch die Hölle gegangen, gutes Trainingscamp. Nice. Roll im SUV, du rollst höchstens Autumn Paper, Schock wie Taser, keep smiling trotz der Hate. Ich rolle im SUV, du rollst höchstens. Warte, ganz kurz, war noch eine nice Line, sorry. Durch die Hölle gegangen, war ein gutes Trainingscamp. Niedernipp, ich bin Deutschlands letzter Hoffnungsträger. Roll im SUV, du rollst höchstens Autumn Paper. Du rollst höchstens Autumn Paper, während ich im SUV roll. Also nur umgekehrt halt. Sau nice Line, auch die Kiffer-Szene nochmal komplett gefrontet, Alter. Nice. Schock wie Taser, keep smiling trotz der Hater. Mach dabei keinen Finger krumm wie Dancelin, der Knochenjäger. Yeah, open-minded so wie Kennedy. Brauche keine Nike oder Fendi Deal. Brauche keinen Nike oder Fendi Deal. Ja, es ist ein Diss gegen viele in der Szene oder wie die Szene und was vieles, was im Rap auch falsch läuft, Digga. Wird Zeit für Musik mit Herz, anständige Bars, Aussage, so alles, was im Rap die letzten Jahre viel gefehlt hat. Klar, es gibt immer Rapper, die auch
gute Sachen gemacht haben, ohne Frage. Aber es kommt halt auch schon viel Dreck. Gerade von den ganz, ganz großen Rappern. Genug Klamotten für zwei Families. Und statt dass ich mehr kaufe, gehe ich raus und spende sie. Ein Typ, der kaum schläft, weil er seinen Traum lebt. Wie eure Stars zu sein, wäre für mich ein Downgrade. Für aufstehenden Stuhl. Ja, das meine ich. Hat er jetzt auch gesagt mit den Stars. Das gleiche, aber gleich, was ich vorhin auch gesagt habe. Ich habe das zum Beispiel so bei meinen Reactions. Ich freue mich im Moment meistens eher auf die Künstler, wo ich weiß, was die ungefähr machen. So etwas kleinere Künstler als die ganz großen. Wenn ich mir jetzt beispielsweise ein Casey oder ein Samra angucke, das sind jetzt so Beispiele, wie die sich musikalisch entwickelt haben. Gibt es natürlich auch noch zig Beispiele, das sind einfach zwei Beispiele, die mir jetzt gerade so schnell einfallen. Digga, da höre ich mir lieber. Rapper ist positiv überrascht hier. Ne, der Nip jetzt zum Beispiel, oder ob es ein Timey ist, oder ob es ein Cabo ist, ein Meister, ein Reportage und so, ihr wisst schon Bescheid. Bis abends 10 Uhr und eines Tages hängt mein Logo am VW-Turm. Würd sagen, es gibt bessere als mich, würde ich nicht besser wissen. Doppel-Champion bei Diltily hab ich komplett zerrissen. Auge in Auge, Punchlines. Ja, die Lines aus vergangenen Tagen habe ich jetzt nicht so drauf, weil ich verfolge ihn noch nicht so lange. Aber das, was ich bis jetzt gehört habe, ich kenne ja nur diesen einen Song und dieses Live-Bars-Ding jetzt zur Hälfte. Ja, klingt vielversprechend, sag ich euch so, wie es ist. Er ist auch schon richtig lange dabei. Habe ich im Interview gehört bei TV Straßensound. Gegen die Besten spitten. Doch hat sich angefühlt wie Reste ficken. Weltergewicht, doch geht zum Rap, bin ich Heavyweight. Habe nichts zu verbergen, ey, was für NDAs. Du bist ne Bitch in allen Lebenslagen. Das ist nicht Insta, hier bekommst du auch als Fake einen Haken. Das ist nicht Insta, aber hier bekommst du auch als Fake einen Haken. Nice, Alter. Geil. Feier ich komplett, Alter. Schwarzer Hoodie und kein Balenciaga, anderes Label, gleiches gibt auf Cruz oder Carles Gaia. Leg die Hand für euch nicht mal ins Feuer, wäre ich Namekianer Bar und kein Kartenzahler Bars und kein... Leg für euch nicht mal die Hand ins Feuer, wäre ich Namekianer. Digga, nice. Sind geile Lines drin. Carles Gaia, leg die Hand für euch nicht mal ins Feuer, wäre ich Namekianer Bar und kein Kartenzahler Bars und kein Lalalala. Vom sechsten Schreiber, Pex, fataler Existenz... Und kein Lalala, die Line fühle ich auch komplett. Ist auch kein Pop, kein Plastik, keine Schlagermusik. Er macht einfach die Musik, die er fühlt, was ihm auf dem Herzen liegt, sage ich jetzt mal. Spricht das aus, haut hier einfach Bars raus, Aussagen, verteilt. Ich würde hier sagen, er frontet hier komplett gegen die Rap-Szene, was ihn in dieser Szene stört. Und gefällt mir sehr gut. Scheißert zum Ghetto Fighter Chef und King in jeder Battle Cypher. Rapper sind Twitcher geworden wie Hexenmeister. 1 Million ist für mich nur ein kleiner Appetizer. Me against the world, niemals blind mit der Horde rennen. Bekomm Support von Fans, während ich am Corner häng. Selbstvertraut für 10, mir sind eure so. Bekomme Support von Fans, während ich am Corner häng. Und ich renne niemals mit der Masse blind mit. Und feier ich komplett. Sehr nice. Fremd, entweder gewinnen oder sterben, Alice im Borderland. Ich bin kein Sklave, lasse Geld für mich arbeiten. Witches wollen kein Gesicht, nur noch Arsch zeigen. Gekauft ist. Digga, Witches wollen kein Gesicht, sie wollen nur noch Arsch zeigen. Digga, wie nice ist bitte dieses Live-Bars-Ding, Alter. Streaming-Zahlen bestimmen die Marktpreise. Lebe vegan, heißt keine Angst vorm ins Gras beißen. Sie reden viel, doch haben nichts zu erzählen. Verlieren Arsch auf TikTok für Fame, kam von der schiefen Bahn auf den... Verliere ihnen Arsch von TikTok zu Fame. Ja, Real Talk, Rapper haben nichts zu erzählen. Viel, reden viel, aber haben nichts zu erzählen. Keine Message, keine Aussage in den Songs. Ist halt echt häufig so. Bei vielen Rappern, echt. Ich habe auch schon Reactions gemacht, so geht halt 2 Minuten oder so. Aber du weißt gar nicht, was du dazu sagen sollst zu den Sachen, weißt du? Digga, was hat er mir jetzt nach dem... Was will er mir jetzt eigentlich sagen, so, weißt du? Dass seine Rolli glänzt und dass er sich teure Klamotten gekauft hat. Geil, Alter. Nice, das ist Rap. Nicht kompletter Bullshit, Alter. Richtigen Weg, ich kann die Regeln zwar nicht ändern, aber fick das System, keine Negativität, halt mein Geist in Klaren. Keine Gnade, selbst der Teufel hilft die weiße Fahne. Gibt das Schicksal auf, passt und sich ist halt steif vor Lage. Meine größte Schwäche, dass ich keine habe. Niederne. Meine größte Schwäche, dass ich keine habe. Ja, nice. Gefällt mir richtig, richtig, richtig gut, Alter. Supportet auf jeden Fall Nedal Nip. Sprich mir das so aus. Ich hoffe, Alter. Ja. Und schreibt mir natürlich eure Meinung zu meiner Reaction gerne in die Kommentare. Und ja, wenn ihr Rap so feiert, abonniert meinen Kanal. Und ich bin raus, meine Freunde.